Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir spielen mit Rang auf der Map Wolkenkratzer. Eine Map, die ich absolut nicht mehr leiden kann. Wir sind Verteidiger. Aber wir in alle, dann nehmen wir auch mal das T-Zimmer. Das T-Zimmer war welches nochmal? Ja. Ja, okay, das war das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube mal, dass man mit einem Castle nicht viel falsch machen kann. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Castle. Ich hoffe es einfach mal. Das T-Zimmer müsste nämlich, glaube ich, das oben sein. Oh, warte, fuck, das war das T-Zimmer. Jetzt weiß ich wieder, was das für ein Zimmer war. Scheiße. Okay. Ja, man kann trotzdem Kessel benutzen. Auf jeden Fall. Das geht trotzdem. Kessel kann man sowieso immer benutzen eigentlich. Das ist, wenn man nicht weiß, wie man spielen soll, Cupgun, Kessel. Das sind so die zwei, die man eigentlich immer nehmen kann. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch ein Operator, der eine Wand machen kann, wie bei Käse, wo nicht mal Sprengsätze durch können. Das wäre noch krass. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So, erstmal hier Wände machen, wa? So, da wir mit Rang spielen, müssen wir uns auch ein bisschen anstrengen. Was? Was ist dein Problem? 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Tür abgesperrt! Schnell. Fensterbarrikade errichtet. Ja, der ist gestorben. Warum? Ja, warum ist er wohl gestorben? Warum habe ich jetzt wieder eine Wand? Da hat schon wieder einer die kaputt gemacht. Ey, Doc, du bist so ein hässlicher Hurensohn, ne? Ich hoffe, deine... Ey, wirklich, Doc, du bist so ein Spastiker. Wo ist der überhaupt? Was, der schießt durch die Wände? Oh Gott, hab ich daneben geschossen. Oh Gott, war das schlecht. Aber wie ist denn Frost bitte gestorben? Die Wand kann man doch gar nicht... Seit wann kann man denn da durchschießen, bitte? Nur noch ein Gegner übrig. Oh Gott, so möchte gern Pro. Oh Gottes Willen, ey. Also, ne... Nee. Man muss nicht damit angeben. Eingestellt. Immer hat er zwar gut gespielt, aber doch dieses Getiebäcke immer. Oh Gott. Nee, also so ein. Ich sag's jetzt mal vorsichtig: so ein Spasti in der Gruppe, ich hasse sowas. Der kann noch so gut spielen. Das ist. Für mich ist das ein spastiges Verhalten, zu teabaggen die ganze Zeit. Und immer hin und her mit links und rechts und. Oh Gott, nee, ey. Ich finde sowas absolut affig. Macht für mich... Nee. Scheißegal, wie gut der spielt. Ich nehme mal Thatcher mal wieder mit. Oh! Wo war der letzte... Eine Ash... Ja gut, aber er hat auf jeden Fall Ash ohne Seitenwinder. Jetzt hat es dafür Just Robbie. Oder auch doch nicht.
Welch seltsame Kombo. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Okay, die sind genau da, wo wir sind. Oder wir waren, besser gesagt. Okay, schnell mit der Drohne wieder weg hier. Oh shit. Naja, ja. Da konnte ich nichts machen. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter. Happy Epileppy. Weiter zu seiner Position. Oh, Black Leo ist mal wieder der Einzelgänger. Supi. Toll. Schön, wie der die Kamera auch nicht mitgemacht hat, der Black Leo. Ganz toll. Ich komm. Hä, wo war denn der da? Was? Und wo war da jetzt bitte Frost? Wo war denn Frost jetzt bitte hin? Eigener Trupp getötet. What? Wie hat er den jetzt getötet? Wie zur Hölle? Was? Er hat durch den Stein geschossen. Ach komm, weißt du, nee. Ey, sorry, ne, nicht. Es ist zum Glück nicht nur bei mir so, dass ich unfair gekillt werde, aber das war jetzt gerade wirklich krank unfair. Ah, hier wollte ich nämlich Castle benutzen. Ah, Castle wurde von Vito Ganoni, Danone da genommen, okay. Dann nehmen wir doch mal Capcan. Wie gesagt, bei Wolkenkratzer bin ich mir nie sicher, wen ich da spielen soll. Ey, das ist doch schon wieder. Ihr habt den Kill gesehen von dem Bandit, von dem anderen da. Durch den Stein durch, vor allem. Nee. Das ist einfach lächerlich. Wir müssen den Biogefahr lächerlich. Den Raum sichern. Schießt denn da? Die Drohne der Gegner hat Biogefahr und Behälter lokalisiert. Wandverstärkung angebracht. Sekunden. Noch 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis.
Okay, ich bin bereit. Wenn die sich abseilen, erleben sie eine Überraschung. Zugangssperre angebracht. Sollen sie nur kommen. Obwohl, nee. Die kann ich ja sehen. Oh was, den habe ich ja gar nicht gesehen. Seit wann ist denn da ein Loch auf? Ich habe die Explosion gar nicht gehört. Oh Gott, war das peinlich. Okay, das war jetzt... Ja. Was zur Hölle? Ich habe das ja gar nicht mal... Ich habe das so null mitbekommen. Ja, das war jetzt natürlich dumm. Hatte Kavera gerade ihre Waffe zwischen den Titten hängen? Mann, ey. Also nicht zwischen, sondern innen. So in dem Körper. Hier wird man wenigstens nicht abgeknallt, wenn man da ist. Boah, wen könnte ich denn mal spielen? Vielleicht mal doch lieber jemanden, der supportet. Vielleicht Finker. Oder jemand, der gut mit Twitch umgehen kann. Nenn mich immer mal Twitch. Okay, Black Leo ist AFK. Ah, nee. Okay. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Scheiße, wo kann ich meine Drohne verstecken? Hier. Ich darf damit nicht so viel rumfahren. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Scheiße. Schild. Hey, wo ist denn da der... Okay, ich habe das Meeting nicht gesehen. So, machen wir mal ein paar Mute-Dinger kaputt hier. Letzter verbleibender Gegner. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, da ist ein Dings. Gegner neutralisiert. Oh, okay, immerhin. Ich wollte nur ein bisschen Schaden machen eigentlich und danach wollte ich dieses Mute-Ding finden. Habe ich auch noch ganz gut hinbekommen. Oh, Mann.
Ja, ich bin gerade als Supporter besser als Stürmer, sag ich jetzt mal. Barbecue, Büro. Schon wieder Büro, echt? Die machen das wahrscheinlich. Ja, ich nehme mal Mira, komm. Die machen genau dasselbe wahrscheinlich wieder. Durch die Wand kommen. Dann mache ich da nämlich so eine Scheibe hin. Hat deiner gerade Tatschanka genommen? Ich habe das gar nicht gesehen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Gottes Willen, ey, wie ich auch verziehe. Ladevolles Magazin! Beschützt den Biogefahrgutbehälter und schau dir das an. Setze Willkommensmatte ein! Oh, muss das jetzt da drinne stecken? Toll, ich sehe weniger. Oh, ich höre die schon. Ich hab geschossen! Ich hab diese Taste gedrückt! Ich schwör's euch, ich hab geschossen! Dein Standort ist gefährdet. Lol. Heilig, das sagst du trotzdem, ich wollte gerade sagen. Verbleibt. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Geh doch rein! Junge, warum bist du denn nicht reingegangen? Wo war er überhaupt? Wo war dieser Typ? Der war in der hintersten Ecke, wa? Ja, der war da, ja. Mann, der geht außen rum auch noch lang. Oh Mann. Egal. Was soll's. Shit, ey. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich nehme lieber wieder Twitch hier, ey. Bin ich nicht so der Offensive. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Okay, ganz schlechte Position für eine Twitch-Drohne, aber ich bleib mal erstmal hier. Wir gucken uns mal die anderen an.
Wir können doch ein 5:3 schaffen. Ja. Oder so. Komme ich da irgendwie hin? Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Ich sehe das Ding nicht. Ich sehe das Ding einfach nicht. Der Schadrat ist viel zu gut. Bastard, ey. Ich hoffe, ich habe den anderen nicht getroffen gehabt. Ich hoffe, ich hatte den anderen nicht mit der Schockdrohne getroffen gehabt, ey. Okay, jetzt wird's doch noch verlängert. Ach du Scheiße, ey. Oh, das wird jetzt mal wieder eine etwas längere Folge. Können wir nicht mal Barbecue gehen oder Schlafzimmer? Schlafzimmer finde ich zum Beispiel ziemlich nice. Warte mal, was haben wir denn da so für Visiere eigentlich? Dass ich jetzt hier irgendein Visier habe, was ich nicht mag. Ich nehme mal das hier. So, ich versuche mal hier schnell was. Bastardo. Ich liebe diesen Schranktrick. Den habe ich irgendwann mal gemacht.
Habe ich mir mal gedacht, komm, versuch's halt mal den Trick. Das habe ich von keinem Video oder so und das hat eigentlich meistens funktioniert. Warum ich es am Anfang jetzt nicht gemacht habe, keine Ahnung. So eine Frage der Zeit. Letzter verbleibender Gegner. So, habe ich bedankt bei ihm. Errichte eine Barrikade. Nein! Was? Wie kam die so schnell dahin? LOL! Nur noch 15 Sekunden. Guck dir an, was das für eine Verarsche. Verarsche ist, ey. Was sie da macht. 5 Sekunden. Ja, schafft sie nicht. Nice. Alter, what the fuck? Der hat den Leo da unten getötet? Und ist dann rausgerannt, damit sie da nicht da. Keine schlechte Taktik, ne? Aber das hätte ich nicht erwartet. Krank. Okay, komm, jetzt machen wir das aber auch. Jetzt kommt Comeback hier. Matchballverlängerung, los geht's. Alter, 10 Kills hat der Typ. Also wie gesagt, der ist halt nicht schlecht, ne? Aber der spielt ein bisschen angeberisch. Sowas kann ich irgendwie nicht leiden. Wen spiel ich denn jetzt mal? Soll ich jetzt mal wieder... Das Support hat mir schon jemand weggenommen. Noch ein Supporter? Ne, lieber nicht, wahr? Komm, machen wir mal hier volle Kanne Rinde in die Schmutz hier. Volle Kanne Rinjelunst. Blackbeard ist Defensive. Hä, jetzt haben wir doch gar keinen. Jetzt haben wir doch gar keine Twitch. Lol, ey. Kapital ist eigentlich auch eher der Supporter, oder? Maverick ist. Keine Ahnung, was soll man Maverick einstufen? Eigentlich Angreifer, ja. Und wieder mal noch. Ash, okay, die ist sowieso Angreifer. Genau wie ich. Ach, die sind da. What the fuck, wie gut kann der schießen? Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sehen. Okay, let's go. Jetzt muss ich beeilen als Fuse. Oh, die lassen einem aber auch nichts übrig hier, ne? Das lasse ich mal lieber. Kann ich hier hoch? Ah, das geht. Jetzt kann ich ja nirgendwo mehr reinfusen.
Au! What? Wer hat mich denn da jetzt angeschossen? War es der Robbie? Hab eine Idee. Ich habe den eigentlich getroffen, aber er war wahrscheinlich einfach schneller. Wie kam er so schnell auch dahin? Ach, als ich die Dinger gezündet habe, ist der rausgerannt. Ah, ich verstehe. Oh Gott, ey. Lass uns doch jetzt mal einen anderen Raum nehmen. Warum denn Büro? Ich bin für Schlafzimmer. Alter, ich nehme mal wieder Läsion, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen, was für eine Map jetzt kommt. Ich kann nochmal gucken. Nee, die wollen Büro. Einer hat noch gar nichts gemacht. Okay. Doch, jetzt haben wir alle schon gemacht. Oh Mann, ey. Oh, Just Robbie hat ihn jetzt überholt. Krank. Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Feindverstärkung wird eingesetzt. Gift bereit. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Wo zum Fick? Ist sie kaputt? Geht doch, ey. Sie hat es kaputt gemacht. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Bau auf. Hab sogar noch eine Wand, aber wo soll ich die hinsetzen? Ah, hier. Perfekt. Das ist das Problem. An dem Fenster sind so viele. Wie viel hat denn der ausgehalten, ey? Ich lade nach. Komm, lass mich mal so ein Ding da werfen.
Gott, das wird jetzt ein Spaß, ey. Oh! Nur noch ein Gegner übrig. Black Leo. Beheilung. Okay, verstehe. Nee, wer da durchkommen will, der muss erstmal an meine Minen vorbei. Ah, ich finde. Hier kann ich sogar hin. Geil, hier kann keiner durchschießen. Oh, schönes Ding. Oh, diesmal 3 Kills gemacht. War doch eigentlich ganz geil. Der vierte hätte... Ich hätte sogar fast... Naja, gut. Wenn ich den vierten noch gekriegt hätte, hätte ich sogar fast einen Ace gehabt. Ja, genau den. Lol. Oh, Alter. Oh, bitte nicht. Nicht so viel T-Baggen. 6 Kills dann doch nochmal gemacht. Da war doch die Runde spannender noch, als ich dachte. Ey, holy shit. Fast 40 Minuten Rainbow. Oh, das war eine geile Runde. Hat Bock gemacht. Gegen Ende nochmal ein bisschen aufgeräumt. Schön. Vielleicht jetzt sogar noch ein Alpha-Pack? Nee, na gut. Okay, Leute, das war's. Haut drin. Samstag oder Sonntag, einer von den beiden Tagen, also morgen oder übermorgen. Bis zur nächsten Folge Rainbow Six Siege. Und tschüss.